Ein herzliches Willkommen zu Let's Play Diablo und das ein letztes Mal, weil wir gehen jetzt zu Diablo direkt runter und werden ihn einfach richtig hart in den Arsch treten. Wir werden jetzt richtig schön, ja, wir müssen leider zu Fuß gehen, da wir das letzte Mal, also ich, vergessen hat, Townportale zu holen. Weißt du, vorletzte Folge, letztes Mal eigentlich richtig, dass wir runter müssen und ich verkack's einfach. Und wie wir hören. Wir sind bereit, unser Charakter Stufe 24. Ja, so sehen wir jetzt aus. 127, 118, 56. Ja. Wir sind bereit, die Diablo in den Arsch zu treten. Ich hoffe, wir kriegen es auch hin. Ja. Wie machen wir es am besten? Die hauen ganz schön rein. I can't carry anymore. Ach, Herrgott. Chainmail. Was ist das? Ich dachte jetzt eigentlich nicht mehr. Jawohl, das ist ja. Das ist ja. Pibifax. Ja, wir behalten mal hier im Auge, dass wir hier ein paar Tränke haben. So. Wir rushen hier einfach richtig schön durch. So, da haben wir doch schon mal Punkt 1 weg. So. Jetzt gehen wir hinten die Treppe entlang. Ist hier irgendwas? Oh. Zack und zack. Haben wir eigentlich nur zwei Tränke für die Massen gebraucht. So. Ich glaube, da geht's direkt zu Diablo, ne? Ich bin mir aber nicht sicher. Obwohl. Ich bin ja ehrlich froh, dass wir so viele Tränke haben und dass wir die dicke Rüstung uns geholt haben. Ich bin irgendwie sehr erleichtert darüber. Schon eingesammelt. Nein. Ach da.
So. So. So, wir müssen ganz schnell hier. Uhuhuhuhu. Ich sag das, es war nicht verkehrt, dass wir das machen, was wir hier gerade tun. Und dass wir uns so vorbereitet haben. Oh, 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 oh. So. Ein epischer Kampf am Ende noch. So, das war der erste Raum. Alles klar. So. So. Dann auf in den zweiten Raum. Ah, da können wir noch nicht rein. Okay. Ich gehe schon mal außen rum. Ich hätte sogar jetzt am Ende noch so eine total mega geile Idee. Und zwar wir... gehen einfach komplett auf... Vitality, weil dann, weil, jetzt nochmal auf 5 Punkte, wird eh nichts bringen. So. Na, come on, ey, come on, come on. So, jetzt haben wir hier alles, ne? I have no room. So. Jetzt haben wir eigentlich nochmal so einen epischen Scheiß, kriegen wir jetzt nochmal. Jetzt hätten wir uns die Rüstung auf jeden Fall kaufen können, aber gut. Puh. So, jetzt haben wir diesen Bereich schon fertig. Jetzt haben wir hier oben den hier. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch... genau hier lang. Jetzt fehlt uns nur noch da unten der eine und dann noch der andere und dann haben wir's. Oh, passt ja. Huh. So, da kamen wir noch nicht hin, ne? So, jetzt müssen wir den Raum noch machen. Den haben wir ja schon. Und dann können wir die Aplo ins Angesicht schauen. Thank you.
Magier machen einem. Boah, ich bin echt. Die halten nicht viel aus, wenn die machen. Ja, die machen richtig viel Schaden. Die machen richtig viel Schaden, ne? Wir kriegen aber noch mal schön Ringe, ne? Die können wir dann noch mal uns angucken. Gleich wieder Room. So. So passt das. Ich muss mich so konzentrieren. Sorry, dass ich echt nicht so viel bubble gerade, aber. Oh, ich muss mich hier echt mega konzentrieren, ne? Dass wir auch das Leben jetzt im Auge behalten. So. Da und da kommen wir nicht rein, okay. Das, doch, da ist jetzt offen. Dann würde ich sagen, holen wir uns mit einer Townportal. Gehen wir nochmal kurz hoch. Ziemlich heftig. Nehmen hier unser Gold mit und kaufen uns gleich wieder Tränke und allem noch ein bisschen. Decken uns noch mit allem ein. Kohle haben wir eigentlich für fast nichts mehr. Hello, my friend. Stay a while. So muss das. So muss das. Okay, das ist schon, die sind schon echt hart, ne? Dann haben wir nämlich Max, ne? Boah. Ja, ich glaube, das fetzt schon, ne? Jetzt haben wir den höchsten Widerstand, den man eigentlich fast haben kann. Wow, den Ring. What can I do for you? Passt. Hast du dann für uns noch ein... Sondern für uns noch einen schön edlen Bogen oder irgendwas. Nö, eigentlich hat er nichts, ne? So, jetzt decken wir uns hier ein. Zack. Ich würde sagen, ich glaube, wir gehen jetzt wirklich das letzte Mal da runter. Ey, brutal. Ey, brutal, wie wir es am Anfang. Also ich bin ja ehrlich, ich habe stellenweise gedacht, so Ebene 8, 9, 10. Dachte ich mir, oh, mit diesen Vipern oder Vipern. Oh, da habe ich mir schon gedacht, so, oh, das wird heftig. Aber jetzt, weil wir echt nicht so viel ausgehalten haben. Aber jetzt bin ich guter Dinge. Auf zur letzten Schlacht. Zur allerletzten Schlacht. Ich denke auch wirklich, dass wir da nicht mehr hochkommen. Also doch, wir kommen hoch, wenn Diablo tot ist. Das wird passieren. Hallo.
Wir haben einfach nur nochmal 40 mehr, ne? Wir haben einfach Resistenz gegen alles, ne? Ja, das merkst du, wir sind nicht mehr so anfällig. Ja, wir können besser reinlaufen. Ah, mega, mega, mega. Aber genauso will man doch die Diablo spielen, ne? Genau so und nicht anders, da will man Diablo spielen. So, los, 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 los. Ich will halt so gucken, ich will mir alles klar machen. Also ich will hier alles klären, damit wir wirklich dann in Ruhe gegen Diablo kämpfen können. Das ist mir nämlich eigentlich schon sehr wichtig. Dass wir halt wirklich gegen Diablo kämpfen können. In Ruhe. Nicht in seine ganzen Schergen noch um uns herum haben. Das wird gleich eh, glaube ich, kommen, ne? Das war ja irgendwie so. So. Und dann noch den Schalter. So. Ho, 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 ho. Und da wird er doch jetzt, glaube ich, stehen, ne? Da steht er doch jetzt. Mach dich gefasst, Diablo. Ich komm. Ich komm und hau dir auf die Fratz. Da ist er doch! Diablo! Da ist er! Komm her! Diablo! Ja! Ja! Wir haben ihn! Komm! Ja! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Diablo! Wir haben dich! Krass, ne? The Soul Stone burns with hellfire as an eerie red glow blurs your vision. Fresh blood flows into your eyes, and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained, for now. You pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him, clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Arranach, you will find an answer. Or perhaps, salvation.
damit sind wir beim Ende gekommen, ja, eines epischen Spiels. Ja, so geil eigentlich wie immer, ne? Mega einfach das Spiel. Ja, damit sind wir am Ende. Shipman, Level 25, ein Hunter, wie wir sie wieder mal hier sehen. Vitality 91, Dexterity 119, Magic 19, Strange 127. Ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Let's Play. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal, was Diablo betrifft, eine Pause. Wir können ja gucken dann, New Hero, was wir dann hier machen. Es gibt ja auch noch andere, wir könnten, ne, mit Shipman geht es nicht mehr, ne? Oh, Shipman ist eh fast verschwunden hier. Ob wir mit Magier anfangen oder doch mit dem Warrior oder ob wir dann noch den Belzebub-Mod uns holen. Die ist eigentlich kostenlos. Und da haben wir dann noch die Klassen Assassine, Barbar, oh, noch eine Klasse. Komm, ich glaube Paladin. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube irgendwie so die Rassen. Und naja, die sind auch mega lustig. Zum Beispiel ist eine, der Barbar ist zum Beispiel Arnold Schwarzenegger und so. Ah, das ist auch richtig lustig. Und da gucke ich halt mal, ob ich das dann noch installiere, sodass wir dann die nächsten paar Longplays machen können. Oder vielleicht ein, zwei Longplays. Dann mal, wo wir einen Warrior oder so, dann Barbar oder Assassine mal spielen. Und dann vielleicht auch noch den Magier vielleicht noch. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns bei einem anderen Let's Play oder halt dann, je nachdem, wenn ihr so lange aushalten könnt, beim nächsten Diablo. Bis dahin, macht's gut.